Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. So, ich stelle mal ganz kurz hier eine Zeit ein. Denn ich muss ja noch ein bisschen paar Kara, wir sind Gegner noch. da! Sie versuchen uns festzunageln! Und sie machen das ziemlich gut! Erledigen Sie sie, Ryder! Ist schon dabei! So, ich habe ein bisschen mal kurz vor ein bisschen online gespielt. Davon gibt sie mehr als genug. Ich habe einen erwischt. Erstmal in Deckung gehen. Was Weil haben sie die. denn eigentlich getan? Vorsicht, sie kämpfen mit schmutzigen Tricks. Alles okay bei ihm? Ja, noch sind wir nicht tot. So, jetzt. Okay. Oh mein das Gott. Wäre geklärt. Die Kavallerie war. So, wir können jetzt ein bisschen hier was machen. Also ich kann hier sehr viel hier reinmachen. Ey. Ich kann Nova tun. Ich kann Schockwelle. Nova ist so ein bisschen halt Frontkämpfer. Das ist Gegenschlag. Oh, ich mag hier fast alles, ey. Das ist übel. Das ist werfen, das ist ziehen. Oh. Das ist das. Das ist dann die Schockwelle. Ah ja, das ist ja Gegenschlag. Ist auch sehr gut, das ist die Singularität. Lanze. Okay. Sieht auch gut aus. Das ist dann, wenn ich Barriere für Schild. Die Schildleistung erhöht sich. Das ist dann für Biotik und das ist dann Effektdauer. Alles klar. So, wir haben hier sehr viel was im Codex. Wir haben hier was auch im Logbuch. Aber das Codex. Es gibt sogar hier zusätzliche Aufgaben. Und ein Helios-Aufgaben. Ich fasse es nicht. Da habe ich aber sehr viel zu beißen. Ja, und Marco hat mir gerade einen Zuschauer. Nein, erstmal nicht. Was ist das? Gyrostrahl in einem Flammenwerfer. Interessant. Also, das kann ich dann später machen, wenn ich dafür Zeit habe. Gleichfalls, Harry. Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Achso, das kann ich ja. Die Dinger überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Ah, Brandmunition. Ich kann Nicht sogar wirklich. Brandmunition Sie benutzen. Einfach das Feuer. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Was ist euer Ernst? Da kommen Sie! Okay, dann will ich mal ganz schnell die Brandmunition. Sie haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Okay, warte mal, da wird es doch Zeit, jetzt hier meine Biotik ein bisschen zu stärken. Ja gut, dann werde ich mal ziehen nehmen. Okay, das ist dann bei der rechten Seite. Und den Nova werde ich wahrscheinlich erstmal mitnehmen. Jetzt kann ich immer wieder auswählen. Ha!
Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Seit wann fliegen fällt? Akzeptieren Sie es einfach. Geht mir langsam auf den Sack. Achtung, oder? Da kommt noch ein Shuttle. Bei diesem Wetter? Ich schätze, wir haben Ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Melden Sie sich. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Alter. Diese Dinger nicht ins Visier! Alter! Ah, das war ja klar! Das sind zu viele! Das sind wirklich zu viele gewesen jetzt auf einmal. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ey, wer schickt denn hier? Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Ah. Ich muss erstmal ganz kurz Pause machen. Was ist denn hier los hier? Wer gibt denn mir hier sowas auf den Keks, ey? Oh. Also da muss ich doch mal das machen und dann... Das hier. Erregt. Ja, sind das Hunde? Schön wär's. Die können sich irgendwie tarnen. Sie verarschen mich doch. Ich hab da Brandmunition gewählt. Ich bin hier. Ich lebe noch. Hier. Anwesend. Ich krieg diese Dinger nicht ins Visier. Es sind zu viele! Schießen Sie einfach weiter! Wir schaffen das schon! Au! Verdammte Schrapnell! Verdammt, die lassen einfach nicht locker! Erstmal Gesundheit nehmen. Geht doch, ey, warum denn nicht gleich so? Das reicht, Liam. Ich weiß, aber Sie haben Kirkland getötet. Ich verstehe Sie, ja, aber bleiben Sie ruhig. Jetzt geht's mir besser. Was ist mit den anderen? Fischer wurde verwundet.
Aber Greer ist bei ihm. Unser Shuttle wurde zerstört. Leute. Sie ist verletzt! In Deckung! In Deckung! Sind. Keine Sorge, es ist nicht ansteckend. Vor dem Angriff konnte ich unser Comm-System reparieren. Das rettet uns das Leben. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sam, bist du da? Hofrau Karlik eingerichtet, bestätige Ryder. Der Pathfinder will mit Ihnen sprechen. Ein Glück, dass es dir gut geht. Wie ist die Lage? Liam und ich sind bei Cora. Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zur Arche. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Wir haben keine Wahl. Hier unten ist es auch nicht besser. Wir sind nichts weiter als menschliche Blitzableiter. Nicht, wenn wir die Blitze abstellen. Wie meinen Sie das? Ich habe eine Idee. Kommt zu meinen Koordinaten, dann... Verdammt, Sie haben mich gesehen! Sir? Sir! Kommen Sie beide allein klar? Ich kann Sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Alles klar, das ist interessant. Ja, wir haben jetzt irgendwie. Sam, hast du die Position des Pathfinders? Ich markiere den Nahpunkt auf ihrer Karte. Achso. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Jetzt überraste. Das nehme ich mal mit. Wir müssen dort sein, bevor der Sturm losbricht. Keine Umwege. Was wollte sich mein Vater ansehen? Er hat versucht, mir über diesen Turm herauszufinden. Nun, laut Nahpunkt ist er dort ganz in der Nähe. Seien Sie vorsichtig. Die Sturmfront wird bereits intensiver. Schön, dass du wieder da bist, Sam. Wie wär's beim nächsten Mal mit guten Nachrichten? Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Halten Sie L2? Ah, okay. Da, diese Stangen. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Kommen wir nicht weiter! Sie ist verschlossen! Da hinten geht's ja auch noch weiter. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Na komm schon. Als ob, ey. Sir. Kopf runter. Verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Deshalb sind wir doch hier, oder? Um das Unbekannte zu erforschen. Ja, aber bei all dem hier kann man das leicht vergessen. Ach, wem sagst du das? Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Wenn wir also da reinkommen und ihn abschalten können... Verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Riskant, aber was bleibt uns übrig? Wir müssen da rein und es versuchen. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf.
Wenn die Riders bereit sind, bin ich's auch. Wir riskieren aber, dass der Konflikt mit diesen Typen noch weiter eskaliert. Was heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. N7. Sam, lade Kampfprofil. Los geht's. Ich bin direkt hinter Ihnen. Zu der Struktur vorrücken. Da kommen Sie. Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht vor dem Blitzen. Los in das Gebäude da. Hier draußen kommen wir nicht weiter. Aus allen Ecken gekrochen. Bleiben Sie zusammen. Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden. Alter, die sind. Flick eine Runde. Los, beweg dich. Sam, Bioverstärker Interface. Bleiben Sie in Bewegung! Lassen Sie sich von ihnen nicht festnageln! Weiter so! Bereit? Wir gehen da rein! Huch. Ich vergaß immer, dass sie sich da lange drücken muss. Mein Gott, ey, das war jetzt krass jetzt, ey. Na, komm hoch hier. Sam, gib mir das Technikerprofil. Alter, 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 ganz ruhig. Das sind nur Gegner, die ich nicht kenne. Aber mit der Überreste? Oh, alles gut. Wir sind fast da. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei.
Ich muss durch die Tür da drüben. Du gingst mir jetzt auf den Keks. Was jetzt? Ich muss die Sprache entschlüsseln. Der Plan jetzt aus. Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Alles klar. Verstanden. Achtung, ich sehe Bewegung. Dann helfe ich wir mal haben ganz sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von... Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird... Alter! Oh, ich hasse diese Halten Ficker, Sie Alter. Beide Seiten, Sie dürfen nicht durchkommen. Warte mal, ich mache mal ganz kurz Pause. So. Sorry, das... Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber... Also? 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen... Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Ryder, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Wir müssen diese Tür öffnen. Alles klar. So, jetzt kommt eine Cutscene. Ich hoffe, es kommt jetzt eine Cutscene. Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat's schon keinem. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen.
Unfassbar! Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Wow. Da werden wir weggepustet. Wiederhole. Wir brauchen sofort eine Notexpedition. Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Nein. Nein. Nein! Entschuldigung. Nein! Vater, warum hast du das getan? Egal. Was zur Hölle? Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Die Frage ist... Wieso bin ich dann noch hier? Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit?
Ja, die Frage ist. Naja, ich werde mal emotional sein. Naja, ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Genau wie Ihr Vater. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. Der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Ja. Sie sind Kämpfer, wie Ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit Ihrem Vater. Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ja. Oh. Pathfinder. Da ist aber jemand mächtig sauer. Tja, da ist wohl die Arschkarte gezogen. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssen ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt?
Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot. Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Das Glück würde ich auch haben. So, das war mal eine interessante Cutscene. Und ja, das war auch mal was Interessantes. Hat er da tatsächlich gesagt, die ist viel größer als die Zitadelle? War er etwa bei der Zitadelle? Fragen über Fragen. Okay, gut. Ich glaube, das war mal ein guter Aussichtspunkt gewesen von diesem Let's Play. Wir haben uns sehr gut geschlagen, sind einmal gestorben, ist ja nicht so schlimm. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part von Mass Effect Andromeda. Bis dahin, tschüss.